Moinsens, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun. So, wartet mal kurz. So. Gut, wir hatten das letzte Mal hier noch das Rätsel, Gänsefüßchen und Zwinker-Zwinker gelöst, eben. Nicht wahr? Ah, hier haben wir nochmal was zum Umwerfen. Pam. Was ist geschehen? Der Baum ist gerade gesprungen. Ja, richtig. Das wird's gewesen sein. Okay, Heiler. Heil! Dude, was haben die denn so für uns? Kurven. PPP an, Robe. 1400, Eisenschild. Aber der Armreif ist doch anlegbar, oder? Ja, Tatsache. So, das kriegt der Ivan. Ja, das möchte ich auch wieder zurück. Kann der einen Bonzenhelm tragen? Ne, das können sie natürlich nicht. Aber Silberstirnreif. So, damit können wir das nochmal anheben. Ja. Ja. Okay, eine PP-Rüstung. Hol ich mir jetzt den Isaac. Ah, Lass mich! Fu! So, Isaac, du brauchst das Gegengift nicht. Nein, nichts benutzen. Geben. Ivan. Oh. Ihr Gegengift. Geben. Ivan. Alles. So, hier. Was noch? Nüsse. Geben. Ivan. Alle. Du. Was hast du diesmal noch? Regentropfen. Regenschauer wird erlernt. Vorsortschaden durch Flammen. Oh, sehr schön. Regentropfen. Geben. So, Schlafbombe kriegt der Ivan, weil das ist der schnellste. Das bringt mir irgendwie mehr. Geben auch auf den Ivan. Ivanovic. Oh, doch hier die Synergierüstung. Ja, möchte ich. Ja. Nochmal ein Eisenschild. Gucken, wer kriegt das jetzt. Der Garrett kriegt einmal eins. Ah, okay, Garrett ist befladen. Befladen ist der nämlich. So, warte mal, ich lege erstmal hier das komische Regenschauer-Dings an. Okay, der Öltropfen kann ich bloß jemand anderen geben. Die gebe ich jetzt mal an den Ivan. Ivanovic! Okay, erstmal das Team umrüsten, das wird wahrscheinlich auch hier Dingens geben. Obwohl, ich kann mal kurz verkaufen. Verkaufen. Bei dem, das hier. Ja. Glücksmet. Das behalte ich lieber mal. Aktiviert Fänger, aktiviert Kraftwelle. Okay, Gareth ist echt der langsamste. Deswegen kann ich hier diese komischen Denauner verkaufen, die Heilkräuter. Verursacht Schaden durch Dornenflüstersamen. Okay, das hier sollte man auf jeden Fall behalten. Das gebe ich aber auch kurz an den Ivan weiter. So, nee, nicht das. Das hier. Und zwar nehme ich das Lebenswasser geben Ivan 2. Weil das ist der schnellste und mit dem können wir einfach am meisten anfangen. So, jetzt aber hier Kurven. Und das Schild. Jo. Auch der Gareth wieder. Okay, Holzkappe und Bronzehelm. Ja. Ja. Gut, perfekt. Er hat uns erstmal einmal übelst aufgerüstet. Hier bitte, ja. Lederhandschuh, yo, weg damit. So, Spieleticket. So, jetzt habe ich auch kein Geld mehr. Wow, jetzt sind wir aber erstmal hier richtig übelst aufgerüstet, würde ich mal sagen. Oh, Garrett hat bloß noch 30 PP. Das ist nicht so toll. Synergiepunkte. Hallo. Ihr seid die Krieger aus der Schule, seid ihr starke Krieger? Ja, sind wir. Es freut mich, starke Krieger zu sehen. Ich hoffe, ihr geht nach Westen. Ja, lass mich hier wieder raus. So. Wir laufen erstmal hier nach oben. Ja, wir laufen erstmal nach oben. Oh nein, ich werde angegriffen. Ja, natürlich gibt es jetzt so einen komischen Affen. Ich habe Ragnarök erlernt. Wann habe ich Ragnarök erlernt? Affe.
Flammenwand, machen wir mal auf alle. Hier machen wir mal Schlaf und hier machen wir Tundra. Klatsch. So, der eine hat überlebt. Pam! 99 Schaden mit einem normalen Angriff. Ja, Ragnarök wird bei uns noch von großer Bedeutung sein. Okay, sind wir alle überlebt. Jetzt kommen wir die Flammenwand. Okay. Sehr schön. Wir machen erstmal so. Dann machen wir einmal hier. Frost. Zack, zack. Okay, das ist tot. Wir sind Level up. Nochmal ein Level up. Sehr schön. So. Laufen wir erstmal hier hoch. Und da haben wir Kulima. Ja, hoppala, Marschen. Ob ich das gewusst habe? Warum bin ich geflüchtet? Kann mir das jemand sagen? Natürliche Reaktion würde ich erstmal behaupten. Gut, wir gehen runter, wir gehen wieder rein in das Gebiet. Oh mein Gott, da ist er ja auch schon wieder. Gut, wir können erstmal versuchen, den mit unseren stärksten Attacken hier zu metzeln. Ja, der macht normalen Angriff. Das hat man ja festgestellt, dass das uns am meisten bringt. Linderung erlernt. Pum! Pum! Mit dem Schwert in die Fresse, Kollege. Au! Warum sind die immer so saumäßig stark? Stirb! Mit Ü! Pam! Stirb mit Ü! Gut, was besiegt... ja genau, besiegt einen belebten Freund. So, dann machen wir Fieber, hier machen wir Sephyr. Und hier machen wir Geysir. Durchnässt Gegner und schwächt Attacke. Reines Wasser füllt KP auf. Mach das mal auf dich selber. So, dann kriegen wir jetzt alle einen Boost. Zack, 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 zack. Und damit sind wir jetzt alle mit dem ersten Schlag, jedenfalls Isaac noch. Das tat weh. So, heil dich selber. Pam! So, der Mars-Gin gehört jetzt uns. Corona, soweit ich weiß. Yo, Corona. Folgt Gareth. Corona, hi. So, wir verbünden den ganzen Spaß. Siegen hier wieder. So. Was macht denn Corona? Hebt Verteidigung des Teams mit Hitzeaura. Sehr schön. Nice, nice, nice. So, wir können jetzt nochmal kurz ein paar Kämpfe machen. Habe ich das Flüchten ja mal? Au. Flüchten habe ich gesagt, danke. Ne, das hier. Synergie. Gebet. Uff dich selber. Gebet uffen Ivan. Gebet uffen Gareth. Gebet uffen Isaac. So. La 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 la. So, wir sollen nach Westen gehen, hat uns die Frau hier gesagt. Werden wir gleich tun. Doch, zuallererst gehen wir hier zu der Frau. Kurven. Jo, Phoenixfeder. Kriegt der Gareth. So. 11 Stück könnten wir uns leisten. Nehmen uns aber mal 8 Stück mit. Was? Nee, danke. Danke, reicht schon. So. Das hätten wir. Jetzt gehen wir hier noch kurz in das Inn. In diese Chill-Lounge. 40 Münzen, ja, das kriegt man gerade noch so rein. Ist noch im Budget drin, ne? Ja, bla bla bla. Ja, bärt uns bald wieder. Nee. Ich werde jetzt hier erstmal mich verdünnisieren. So, dann machen wir dem hier einmal einige Feder. Benutzen. Gut, dann tue ich jetzt noch alles, was... Zack. Geben Mia. Die ist zwar auch langsam, aber schneller als Gareth. Gut, wir sollen nach Westen haben, wurde uns gesagt. Das heißt, wir laufen nach Westen. Ah, gut, nehmen wir die Gratis-Erfahrung mal mit, nicht wahr? Plasma und Tundra. Zack, zack. Au, zack, tot. Gut, das war's schon. Okay. Oh, jetzt habe ich auf Rennen gedrückt. Naja. Egal. Bergpfad. Ja, die Seidenstraße.
Fels... Was? Hier? Ja, die Seidenstraße. Felsen blockieren die Straße. Oh mein Gott. Meine Vision, sie wurde wahr. Usu! Usu! Hallo? Au. Au, da hat gerade mein Gelenk geknackt. Das hat keinen Sinn, ich kann Sus Stimme nicht hören. Gut, was wir aber zuerst mal machen, ist hier eine Synergie mit mir und so, nämlich Frost. Frostieren. Gut, perfekt, das hätten wir geschafft. Dann machen wir hier die neue erlernte Dingens, Regenschauer. So, dann wechselt uns das Teil nämlich... Regenwasser, Regenschauer. Dürfte doch jetzt eigentlich auf... Warum? Warum? Komisch. Gebet? Ne. Einwasser, Rückzug. Regenschauer, das muss doch jetzt hier... Komisch, ich verstehe es nicht. Naja, wir laufen weiter. Nein, wir gehen nochmal zurück. So, wie komme ich denn da hoch? Ach so, ja, dann hier mit diesen komischen Dingens. Aber das will ja irgendwie nicht. Wo sind wir denn hier? Alten. Hier scheint auch irgendwas Böses zu sein. Die Musik sagt es mir schon. Ja, guten Tag. Wir können diese Kreatur nur so viel Wasser speien. Worum geht's denn? Oh nein, das ist eine Kraftwelle. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte hier das hier machen. Nee, Geistleser wollte ich auch nicht. So, Kraftwelle brauchen wir jetzt nicht. Und das heißt, wir legen uns den Verschieber. Das heißt, wir legen uns den Verschieber wieder drauf. Also, wenn ihr hier in dem Menü seid, im Synergie-Menü, drückt ihr die Taste, L oder R, die ihr belegen wollt, und dann wird euch gesagt, welche Synergie. So. Oh, verpiss dich mal. Danke. Berge von Alten. Mimik! Oh, schade. Heilige Feder, lass mal. Dünn, dünn, dünn. Selbst der letzte Minenarbeiter kann dieser Flut nicht viel anfangen. Mit dieser Flut. Selbst die Minen steht unter Wasser, niemand ist. Blablabla. Na, ihr? Alles fit? Na? Wollt ihr ein bisschen Gangling und so? Oh. Hi. Ja, bestimmt. Oh, nee, verschieben wollte ich den Typ nicht. Obwohl, ins Wasser stürzen wäre schon lustig. Während wir sprechen, rostet mein ganzes Lager dahin. Oh mein Gott, nein! Das geht gar nicht. Okay, Musik war gerade... Heilo. Oh, die Viecher können Synergie einsetzen. Ja, komm, mach hinne. Ah, lustig, nicht wahr? Okay, wir laufen dem jetzt einfach mal so frech wie wir sind hinterher. Ja, komm, verpiss dich. Ich hoffe nicht, dass du uns den Weg zeigst. Ja, was bringt dir das jetzt, wenn du da reinreierst? Gar nichts. Sollen wir jetzt noch anspringen? Oh komm, machen wir mal kurz. Lebende Statue. Wow, das Vieh sieht bedrohlich aus. Ja, ich hätte gerne mal meine ganzen Djinns deaktiviert. Gut, machen wir das hier. Trübt sich des Gegners, hebt Verteidigung mit Hitzeaura. Hier machen wir so 4 und hier machen wir das hier, durchnässt und schwächt Attacken, reines Wasser für KP auf Nebel, auf den. So, wir heben unsere Geschwindigkeit. Ragnarök, voll in die Fresse, einmal frontal reingefetzt, 80 Schaden. Okay. Au, au, au. Nebel, zack. Schläft ein, perfekt. So, wir heben die Verteidigung erstmal ein bisschen. Hier. Heilung! Ich überziehe jetzt gerade wieder ein bisschen. Oder ich werde diesmal wieder überziehen. So, Fieber. Hebt Widerstand des Teams. Und hier machen wir einmal Geysir. Zack. Boost. Na, Widerstand um 40. Zack, wir heilen. Flupp, wir besprühen den Spasti mal. Und wir fetzen ihn. Gut, jetzt ist er getäuscht und er schläft. Erzeugt mächtige Erdbarriere, belebt einen besiegten Freund. Okay, mit Kiesel da drauf.
Dann würde ich sagen, dass wir hier einmal Kirin machen. Du tust noch mit Böe angreifen und du machst mit Sprudel mal kurz dich wieder fit. Klatsch. Kiesel, klatsch. Sprudel, klatsch. Kirin, klatsch. Pum, pum. 131 fast. Okay, kann wieder klar sehen, ist wieder wach. Ist jetzt natürlich nicht so, wie ich das möchte. Wir machen eine Erdbarriere. Teamattacke anheben. Jetzt machen wir hier einmal das. Und hier Neptune! Granite! Yeah! Wir heben die Schutzaura. Pam, 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 pam! Och, und das ist auch schon tot. Sehr simulator nicht mal zum Angriff kommen. Ta-ta-ta-ta-tam. Flaschen erhalten. Eiskristall. Ja, bestimmt friert das dann weg. Ich denke auch so irgendwie, ne? Naja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Adio.